versprochen, das nächste Video. Und diesmal geht's um Schwangerschaftsöle. Hatte ich ja schon angekündigt im Video davor. Ich war jetzt in zwei verschiedenen Läden. Einmal war ich bei DM und beim Biber. Biber gibt es leider nicht in Deutschland, aber dafür gibt es ja Rossmann dort. Fange ich jetzt mal an mit den DM-Produkten, die ich ausprobiert habe. Ich fange jetzt mal an mit Baby Love. Ich hoffe, man sieht's. So, das ist ein Mama-Pflegeöl. Das basiert auf Sonnenblumenöl und ja, ist sehr geruchsneutral, was halt nicht so schlecht ist, wenn man geruchsempfindlich ist. Also ich habe das so, dass ich relativ geruchsempfindlich bin, allerdings ist mir das viel zu neutral gewesen. Von dem Auftragen her war es super, so wie jedes Öl, ist nicht sofort eingezogen. Gekostet hat es 2,95 Euro und dafür kriegt man eine 250 ml Packung, was eigentlich relativ viel ist für den Preis. Aber mehr kann ich dazu irgendwie auch nicht sagen. Also ich habe es ausprobiert und die Haut hat sich gut angefühlt, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Das nächste Produkt von DM, welches ich benutzt hatte, ist das von Alverde. Das Mama Glück Körperöl. Ich kann es auch kurz mal auspacken. Also nicht wundern, die Sachen sind voll, weil ich habe sie mir alle nochmal nachgekauft, einfach um euch sie zeigen zu können. Die Packung habe ich auch verbraucht, die war ganz gut. Allerdings, dieses Öl habe ich am Anfang der Schwangerschaft benutzt und nach einer Zeit hat mich der Geruch ein bisschen sehr gestört. Also mir wurde richtig schlecht davon, obwohl es ein schöner Geruch ist. Es steht drauf, dass es mit Malve ist und es riecht wirklich ganz gut, aber ich war einfach zu geruchsempfindlich. Ansonsten war es super, die Haut hat sich gut angefühlt, es ist schnell eingezogen. Beim Auftragen war es halt jedes Öl eigentlich. Die nehmen sich da echt nicht so viel. Was schön hieran ist, es ist eine zertifizierte Naturkosmetik. Es ist aus biologischem Anbau und es ist eine Kombination aus Marula, Agave und Olivenöl. Also da hat man schon mehr Öle, die zusammengemixt sind und die dann sozusagen gegen die Schwangerschaftsstreifen helfen. Gekostet hat das Mama Glück Körperöl 3,45 Euro. Ich muss sagen, es hat sich gut bewährt, weil es hat halt so einen Pumpkopf. Und wenn man es pumpt, kommt halt nicht allzu viel raus, wie wenn man, sage ich mal, so einen offenen Verschluss hat. Man konnte es also sehr gut verwenden. Als nächstes habe ich von Bübchen die Mama Pflegelotion ausprobiert. Es ist jetzt kein Öl, sondern einfach eine Pflegelotion. Dementsprechend ist das auch sehr schnell eingezogen. Fand ich im Sommer sehr gut, weil da will man ja nicht so fettig rausgehen nach dem Duschen und man duscht sich ja häufiger. Und ich fand das immer sehr angenehm, das über den Tag zu benutzen. Der Geruch ist auch super. Also nicht sehr intensiv, aber auch nicht, dass nichts vorhanden ist. Mein Freund fand es auch immer relativ angenehm, wie ich dann gerochen habe, beziehungsweise meine Haut. Es war wirklich nicht zu stark. Was man noch sagen kann, ist, dass es dermatologisch getestet wurde. Eine Kombination aus Mandel- und Jojobaöl enthält. Und es keinen Zusatz von Mineralöl, Konservierungs- und Farbstoffen enthält. Jetzt kommen wir zu dem teuersten Schwangerschaftsöl von DM. Das ist das von Veleda. Ich hoffe, man sieht's. Ja. So, das ist sehr intensiv vom Geruch her. Für mich war das leider zu intensiv. Dementsprechend habe ich das nicht aufverbraucht. Aber es hat der Haut sehr gut getan. Ich kann es mal rausholen. Das sieht dann so aus. Es hat wieder so einen Pumpkopf. Dementsprechend ist das Handling auch relativ gut. Man kann halt genau abschätzen, wie viel Öl man braucht. Was hier sehr schön ist, ist, dass die Flasche aus 85% recyceltem Material bzw. recyceltem Glas besteht. Hierbei handelt es sich um eine Naturkosmetik, was sehr schön ist. Es ist auch eine Kombination aus mehreren Ölen und zwar beinhaltet Mandelöl, Jojobaöl, Weizenkeimöl und andere ätherische Öle sowie auch ein Auszug aus Arnika-Blüten. Was auch noch ein schönes Plus ist, ist, dass das Glas, weil das ist hier eine Glastube, dass diese aus 85% recyceltem Glas besteht. Der Kostenpunkt hier beträgt 15,95 Euro für eine 100 ml Packung. Wenn man geruchsempfindlich
ist in der Schwangerschaft, würde ich das nicht empfehlen, auch wenn das Öl wirklich echt gut ist. Ich allerdings konnte es nicht zu Ende benutzen und habe es dementsprechend dann in die Ecke gestellt und nicht mehr verwendet. Das letzte Produkt, was ich von DM getestet habe bzw. benutzt hatte, ist das von Bilb, ein straffendes Körperöl. Moment, jetzt sieht man's. Und ja, der Geruch ist, wie soll ich sagen, sehr schön zu Beginn. Allerdings hatte ich dann gegen Ende, ich habe es einmal benutzt, mega Kopfschmerzen, mir war richtig schlecht und ich wollte es einfach nicht mehr benutzen, auch wenn es zuerst einen super Anschein hatte, dass dieses Öl richtig schön riecht. Also es riecht auch richtig gut, aber wie gesagt, wie schon mehrmals betont, ich bin sehr geruchsempfindlich und konnte das einfach nicht mehr benutzen. Was man hierzu sagen kann, es ist ein Naturkosmetikprodukt, so wie auch von den anderen vorherigen ein paar. Und es wurde von Ärzten und von den Müttern mitentwickelt. Was man hierzu noch sagen kann und es auch hervorheben, dass es dermatologisch getestet wurde und die Siegel gleich vorne drauf hat. Also man sieht es. Wenn man es aufmacht, sieht man, dass hier sowas zum Tropfen ist. Wie nennt man das? Wie wenn man so Sachen aus der Apotheke bekommt, wenn man krank ist und dann immer so tröpfchenweise was nehmen soll. In dieser Menge kommt halt auch das Öl raus und man verwendet nicht so eine große Menge, weil man auch nicht so viel rausbekommt. Man kann es richtig gut einmassieren in die Haut. Also das war wirklich super und ich fand auch, dass man es richtig, richtig toll dosieren kann. Sogar besser als mit diesen Pumpköpfen. Der Kostenpunkt hier ist 14,90 € für 125 Milliliter. Ich weiß jetzt nicht, wie lang man das benutzen kann, weil, wie gesagt, ich habe die Pulle nicht zu Ende benutzt. Aber es ist wirklich empfehlenswert für Leute, die nicht so geruchsempfindlich sind. Kommen wir nun zu den Biberprodukten. Zuerst habe ich das hier, was ich euch vorstellen will, und zwar von Be Good, das Mama Pflegeöl. Und ja, es riecht ganz gut, sehr angenehm, da es Mandelöl enthält, was auch relativ schön und sich gut auf der Haut anfühlt. Die Packung, so eine, habe ich auch verbraucht, aber nicht nochmal gekauft. Grund hierfür war wieder meine Geruchsempfindlichkeit. Was man hierzu noch sagen kann, ist, dass es wieder sich um eine zertifizierte Naturkosmetik handelt, die Flasche aus 100% Recyclingmaterial besteht und es hergestellt wurde in Österreich. Das Produkt ist vegan, aber auch ein paar andere Produkte von denen sind vegan, die ich euch schon davor vorgestellt habe. Der Kostenpunkt hier beträgt 3,99 € für eine 100 ml Packung. Bei dieser Packung verbraucht man das Öl relativ schnell, da es halt sehr gut aus der Verpackung rauskommt. Und wenn man jetzt jemand ist, der sich das richtig schön auf die Haut klatschen möchte, dann ist diese Packung sehr schnell leer. Das nächste Produkt ist von HIP. Das Mama Pflegeöl. Und ich muss sagen, dass dieses Öl auch nicht so gut dosierbar ist, weil es genauso wie das vorherige einfach schnell rauskommt und man eine große Menge verwenden kann. Da gab es schon andere bessere Verpackungen. Trotzdem ist es mein persönliches Highlight. Also dieses Öl benutze ich regelmäßig. Meine Haut verträgt es gut. Der Geruch ist relativ neutral, aber trotzdem frisch. Und mir wird davon nicht schlecht. Und ich kriege auch keine Kopfschmerzen vom Geruch, was gut ist. Was man zu den Ölen sagen kann, es ist eine Kombination aus Biomandelöl, Jojobaöl und wertvollem Sanddorn. Deswegen ist es, glaube ich, auch so gelblich. Des Weiteren ist es frei von Paraffinöl, frei von Farbstoffen, frei von Silikon sowie auch vegan. Kostenpunkt hier ist 9,90 €, glaube ich, circa. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es jetzt letztens nicht mitgekauft, aber es ist auf jeden Fall so um die 9,90 € oder 9,99 € für eine 100 ml Packung. Dazu kommt noch, was ich euch vorstellen wollte, von HIP die Körperbodybutter. Die benutze ich in Kombination mit dem Öl. Riechen tut es auch wieder so ein bisschen neutraler, aber trotzdem gut. Es ist halt so fest. Es lässt sich jetzt nicht so leicht wie ein Öl verschmieren, aber es ist jetzt auch nicht so extremst kompliziert. Oder dass es der Haut irgendwie wehtut. Enthalten ist hier wieder Biomandelöl, Sanddorn und noch wertvolle Chiabutter. Auch die Bodybutter ist wieder frei von Silikon, frei von Paraffinöl,
frei von allergieverdächtigen Duftstoffen sowie auch frei von Farbstoffen und frei von ätherischen Ölen. Kostenpunkt hier ist ca. 8,90 Euro oder 8,99 Euro für eine 200 ml Packung. Ich muss sagen, dass die Kombination aus beiden Hip-Produkten, also für mich das Wahre ist. Und zwar bisher, toi toi toi, habe ich noch keine Schwangerschaftsstreifen dadurch bekommen. Ich benutze es aber auch wirklich täglich. Also sprich, nach dem Duschen immer das Öl, weil es dann leichter in die feuchte Haut einwirkt und einmassiert werden kann. Und die Bodybutter halt am Morgen, wenn ich aufstehe oder meine Haut relativ trocken ist oder wenn ich so denke, okay, ich habe so einen Juckreiz, also schmiere ich mir immer die Bodybutter drauf. Des Weiteren kann ich sagen, dass es auch wirklich nicht schnell leer geht. Das Öl vielleicht schneller als die Butter, aber das kommt halt auch immer auf einen selbst drauf an, sprich, was man für eine große Menge nimmt. Und was ich noch erwähnen kann, ist, dass die Dehnungsstreifen, die ich aus der Jugendzeit habe, minimal zurückgegangen sind. Überzeugt euch aber bitte selbst, welches Produkt für euch das Beste ist. Die Erfahrung mit den Ölen müsst ihr aber selbst machen. Ich kann euch nur Tipps geben, was ich sozusagen gut fand oder gut finde. Und wenn Leute, sag ich mal, wie gesagt, geruchsempfindlich sind, was man da nicht ausprobieren muss, beziehungsweise wo es da dann zu leichter Übelkeit kommen kann. Habt ihr vielleicht schon ein Favorite von den ganzen Ölen? Falls ja, dann lasst mir doch unten einen Kommentar und wenn euch das Video gefällt, dann einfach Däumchen hoch. Gerne auch, wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr sowas nicht mehr sehen möchtet, dann ein Däumchen runter, was wirklich sehr schade wäre. Falls ihr noch Anregungen oder so habt, was ihr gerne sehen möchtet, einfach wie gesagt Kommentar unten lassen oder folgt mir auf meinem Instagram-Account, blende ich euch nochmal hier ein, @biebsche, und schreibt mir eine DM. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!